Servus und willkommen bei DKLK Pictures und Teil 3.1 zum Thema Fotografieren im Garten. Heute geht es um die Einstellungen, die ich nutze, um Tiere im Garten zu fotografieren, beziehungsweise auch welches Objektiv ich dafür verwende und wie man dann am besten an die Aufnahmen herankommt. Beginnen wir daher mal am besten mit welchem Aufnahmemodus der Kamera ich das Ganze mache. In meinem Fall, eine Canon, ist das TV, bei den allermeisten Herstellern wäre das der Modus S. Hierbei entscheide ich, welche Belichtungszeit genutzt wird, die Kamera sagt dann, welche Blende am besten geeignet ist. Standardmäßig als Belichtungszeit nutze ich eine 800stel in der Sekunde, das ist für mich ein sehr guter Mittelwert im Garten. Nicht zu lang, nicht zu kurz, allerdings man sollte diesen Wert natürlich je nach Situation immer anpassen. Wenn die Lichtverhältnisse sehr schlecht sind und die Tiere sich zum Glück nicht allzu sehr bewegen, dann kann man die Belichtungszeit natürlich verlängern. Das reduziert dann den ISO-Wert am Ende. Auf der anderen Seite möchten wir zum Beispiel Vögel oder andere Tiere, die sich sehr schnell bewegen, fotografieren, müssen wir die Belichtungszeit natürlich verkürzen. Hier wäre zum Beispiel eine 2000stel ganz interessant, aber noch kürzer, wenn die Sonne da ist, wäre natürlich dann noch besser. Kommen wir zu den ISO-Werten. Die habe ich standardmäßig auf automatisch gestellt. Hierbei habe ich der Kamera gesagt, dass ich maximal bis 6400er gehen darf. Allerdings, wer manuell das Ganze regeln möchte, das geht natürlich ganz gut, wenn wir konstante Lichtverhältnisse haben. Die besitze ich bei mir im Garten leider nicht. Das heißt, ich bin auf den automatischen ISO-Wert angewiesen, weil es einfach für mich dann schneller ist. Aber wer konstant Licht oder Schatten hat, der kann natürlich auch das Ganze manuell einstellen. Man sollte natürlich die Reihenaufnahme verwenden und da am besten die schnellste Einstellung, die man hat. Man kann natürlich auch die langsamere nehmen, wenn dadurch der Fokus präziser wird. Das ist je nach Kamera unterschiedlich. Da muss man einfach Erfahrungen sammeln. Wir verwenden natürlich den AI Servo, also den Autofokus im Servobetrieb bzw. kontinuierlichen Autofokus, damit wir unser Motiv verfolgen können. Welche und wie viele Autofokuspunkte wir verwenden, das ist natürlich immer ein bisschen der Situation abhängig, was für eine Kamera wir besitzen. Ich nutze ganz gerne einen 9er Block, da ich damit einfach einen schönen Bereich abdecken kann. Das Komplettfeld nutze ich nur dann, wenn ich tatsächlich einen Tieraugen-Autofokus habe. Das ist bei der 80D leider nicht der Fall. Dann könnte man nämlich auch das dann ganz gut verwenden. Beim Objektiv sollte man natürlich den Autofokus aktiviert haben, in meinem Fall den Manual Override. Den Limiter kann man einstellen, wenn man weiß, dass ein Tier besonders weit entfernt ist oder eben nah dran. Und den Stabilisator sollte man natürlich einschalten, wenn man freihand fotografiert. Ich persönlich nutze ein Sigma 150-600mm aus der C-Klasse. Es gäbe natürlich noch die Sportvariante und von allen möglichen Herstellern gibt es natürlich Teleobjektive en masse mittlerweile. Allerdings mit 600mm bin ich sehr, sehr gut dabei. Man kann aber natürlich auch ein 300mm zum Beispiel verwenden. Das wäre dann etwas kostengünstiger und leichter. Und jetzt ein paar Beispiele, wie sich die Brennweiten auswirken. Das sind jetzt 150mm an einer Crop-Kamera, also ein Faktor von 1,6. Dann gehen wir weiter auf 200mm. Hier kommt man schon ganz gut nah ran. Die nächste Einstellung sind dann 300mm. Und zum Abschluss gibt es dann nochmal 600mm, was dann eine Kleinbildäquivalenz von rund 960mm an meiner Kamera darstellt. Zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar Beispielaufnahmen zeigen, die ich im Laufe der Zeit so gemacht habe.
Vielen Dank fürs Ansehen. Ich hoffe, das kleine Video hat gefallen und bis zum nächsten Mal.